Kurze Frage, die Uhr zählt die automatisch oder muss ich das? Okay, gut. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich bin hier in Dresden Kinderärztin. Impfungen sind ein Teil meiner täglichen Arbeit. Die bereichsbezogene Impfpflicht gegen Covid wurde unter der Annahme eingeführt, dass dadurch Risikogruppen geschützt und Krankenhäuser entlastet werden können. Diese Annahmen lassen sich beide wissenschaftlich nicht begründen. Die derzeitigen Impfstoffe bieten einen gewissen zeitlich begrenzten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Sie bieten aber keinen relevanten Fremdschutz. Lassen Sie mich das kurz erklären. Die Daten der britischen Gesundheitsbehörde zeigen standardisiert auf je 100.000 Personen unter Omikron bis zu dreimal höhere Infektionsraten bei Geboosterten im Vergleich zu Ungeimpften. Auch bei zurückhaltender Auswertung dieser Daten zeigt sich, dass sich Geimpfte in erheblichem Ausmaß mit SARS-CoV-2 infizieren können. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass der Impfschutz der Geboosterten im Schnitt knapp um 20% pro Monat fällt. Wie hoch ist das Risiko eines Geimpften, wenn er sich infiziert hat, das Virus weiterzugeben? Das RKI kann nach eigener Aussage dieses Risiko nicht beziffern. Studien sowohl unter Delta als auch jetzt unter Omikron zeigen, dass zwischen Geimpften und Ungeimpften kein relevanter Unterschied in der sekundären Befallsrate, also der Ansteckungsrate, festzustellen ist. Das bedeutet, dass mit dieser Impfpflicht ein Fremdschutz für unsere Patienten unmöglich ist. Neben dem fehlenden Fremdschutz weisen die Covid-Impfstoffe bereits jetzt ein bedenkliches Maß an unerwünschten Wirkungen auf. Eine abschließende Bewertung ist momentan nicht möglich, da die Ergebnisse der Phase-3-Studien für die dritte Impfung erst für 2023 erwartet werden. Laut Paul-Ehrlich-Institut gab es in Deutschland auf 1000 Impfdosen 0,2 Meldungen wegen des Verdachts auf eine schwerwiegende Nebenwirkung. Für eine vollständige Impfserie werden derzeit allerdings 3 Impfdosen veranschlagt. Das heißt, rein rechnerisch bestand bei einem von 1700 vollständig geimpften Menschen der Verdacht auf eine schwerwiegende Nebenwirkung. Wenn Sie bei diesen Zahlen berücksichtigen, dass laut Fachliteratur von einer Untererfassung schwerer Medikamentennebenwirkungen um den Faktor 10 bis 20 ausgegangen wird, bekommen Sie eine Ahnung von dem, was wir an unseren Arbeitsplätzen in Klinik und Praxis bei unseren Patienten erleben. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen bricht mit guter ärztlicher Praxis, denn direkter und indirekter Druck sind gemäß ärztlicher Berufsordnung, Genfer Gelöbnis und allgemeiner UNESCO-Erklärung über Bioethik und Menschenrechte aus gutem Grund abzulehnen. Da auch Auszubildende, selbst Schülerpraktikanten von der Impfpflicht betroffen sind, bricht das Gesetz und all diejenigen, die helfen, es praktisch umzusetzen, mit der UN-Kinderrechtskonvention. Diese besagt, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, egal ob von öffentlichen oder privaten Institutionen veranlasst, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Denken Sie nicht nur an den fehlenden Fremdschutz dieser Impfstoffe, den in der Regel bei jungen Menschen gutartigen Covid-Verlauf, sondern auch an die fehlenden Daten zu Auswirkungen auf die menschliche Fruchtbarkeit oder die vielen Fragezeichen, welche sich aus der altersabhängig bei jüngeren Menschen häufiger auftretenden Herzmuskelentzündung ergeben. Zu dieser medizinisch und menschlich deprimierenden Bilanz kommt hinzu, dass es bereits jetzt in Dresden sehr schwierig ist, Stellen im Gesundheitswesen mit ausgebildeten Fachkräften zu besetzen. Aus eigener Erfahrung und der meiner Mitstreiter kann ich Ihnen versichern, dass es bereits jetzt mehrere Monate, manche berichten von Jahren, dauert, bis Stellen adäquat besetzt werden können. Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen bedroht in Dresden auch ohne Impfpflicht bereits jetzt die medizinische Versorgung. Ich bitte deshalb alle hier Anwesenden, sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst zu werden. Bevor die Stadt Dresden dieses medizinisch nutzlose und unmenschliche Gesetz praktisch umsetzt, bitte ich Sie, Herr Oberbürgermeister Hilbert, mit uns kritischen medizinischen Fachkräften zu sprechen. Wir haben bei unseren Patienten Erschreckendes gesehen, was wir in dieser Häufigkeit vor 2021 nicht gesehen haben. Aufgrund der Dynamik der Ereignisse liegen noch nicht alle Erkenntnisse als fertige Studien vor. Aber gerade deshalb sollte unseren praktischen Beobachtungen allerhöchste Aufmerksamkeit zukommen. Lassen Sie uns gemeinsam, konstruktiv und im gegenseitigen Respekt nach einer Lösung für die derzeitige Situation suchen. Es geht nicht um Impfgegnerschaft, sondern um die Gesundheit von Patienten und medizinischen Fachkräften.
Letztlich geht es darum, in welcher Weise wir Dresdner zukünftig miteinander zusammenleben möchten. Danke. Ja, also ich denke, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist katastrophal. Also zum einen, weil sie schon jetzt, also wir werden ja oft vertröstet, dass man jetzt erstmal gucken muss und das läuft sowieso Ende des Jahres aus, aber das, hier hängen ja Familien dran und Existenzen und es ist, meine ich ja quasi vogelfrei. Also es ist keinerlei Sicherheit mehr, dass man seiner Arbeit nachgehen kann und ich sehe es, das ist sozusagen die persönliche Betroffenheit und dann frage ich mich auch, wo marschiert dieses Land hier hin? Also wir haben eine ärztliche Berufsordnung, wir haben eigentlich nicht eigentlich, wir haben Regeln, nach denen medizinische Behandlungen stattfinden dürfen und jetzt gelten die einfach nicht mehr und man beschließt was und alle machen mit und ziehen das durch. Also ich bin da sehr geschockt eigentlich. Echt. Ich möchte an dieser Stelle mal darauf aufmerksam machen, dass jeden Freitag hier in Dresden über 1000 Menschen aus den medizinischen Berufen zusammen auch mit Patienten, aber es sind wirklich sehr viele Menschen, die auch in diesen medizinischen Berufen arbeiten, demonstrieren gehen, weil wir auch uns aufmerksam machen, dass wir hier sozusagen gerade ein großes Problem haben und letztlich ja auch unsere Patienten. Und ich würde mir vom Oberbürgermeister oder der Stadt generell sehnlichst wünschen, dass die mit uns sprechen, also nicht nur mit mir, sondern da auch viele gestandene Krankenschwestern rum, Physiotherapeuten, Ärzte, also wirklich das ganze Spektrum, jemand, der im Sozialdienst arbeitet und so. Und ich würde mir einfach wünschen, dass nicht nur das Fernsehen kommt und irgendwie Nazis sucht, sondern dass die Verantwortlichen hier in der Stadt, die dieses Gesetz umsetzen sollen, dass die mit uns sprechen. Und ich denke auch nicht bloß, weil es ein Bundesgesetz ist, muss das jetzt gemacht werden. Also gerade in diesem Land weiß man, es war schon so manches Gesetz und es war trotzdem nicht rechtens. Und ich finde, es frage mich gerade, warum wir Geschichtsunterricht in der Schule hatten, wenn ich jetzt das erleben muss.